10 Jahre Konfuzius-Institut Frankfurt. Das sind 10 Jahre Beitrag zum interkulturellen Austausch zwischen China und Deutschland. 10 Jahre, in denen sich das Konfuzius-Institut Frankfurt an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main einen Namen als führendes chinesisches Sprach- und Kulturinstitut in der Region Rhein-Main gemacht hat. Unsere Träger sind die Goethe-Universität Frankfurt am Main, die renommierte Fudan-Universität in Shanghai sowie das Konfuzius-Institut Headquarter Hanban in Beijing. Deutschlandweit gibt es derzeit 18 Konfuzius-Institute über die ganze Bundesrepublik verteilt. Das Konfuzius-Institut Frankfurt wurde 2007 als 5. deutsche Einrichtung ihrer Art eröffnet. Im akademischen Bereich kooperieren wir eng mit der Sinologie wie auch mit anderen Fakultäten der Universität. So profitieren wir von einem professionellen Netzwerk von Sinologen und China-Experten unterschiedlicher Wissens- und Erfahrungsbereiche. Einer unserer Schwerpunkte ist die Vermittlung der chinesischen Sprache. Ob Anfänger, Lernende mit geringen Vorkenntnissen oder Fortgeschrittene. Unter der Leitung fachlich qualifizierter Sprachlehrer bietet das Konfuzius-Institut Frankfurt lebendigen und attraktiven Chinesischunterricht auf hohem Niveau für jede Zielgruppe an. Jugendkurse sind dabei ebenso fest im Sprachkursprogramm verankert wie Kurse für Business-Chinesisch, Konversation oder zur Vorbereitung auf die HSK-Prüfung, die wir zweimal jährlich ausrichten. Das Konfuzius-Institut Frankfurt unterstützt zahlreiche Schulen der Region mit China-AGs und Workshops. Mit dem Riedberg-Gymnasium Frankfurt besteht eine enge Kooperation zum Fach Chinesisch als dritte Fremdsprache. In den Ferien bieten wir regelmäßig das Programm China erleben für Kinder und Jugendliche an. Zur Förderung von Chinesisch an Schulen gehört auch die Erkenntnis, ohne Lehrer kein Unterricht. So hat das Konfuzius-Institut Frankfurt früh den Bedarf an qualifizierten Lehrkräften gerade für den Unterricht an Schulen erkannt. Deshalb wurde in Zusammenarbeit mit dem Hessischen Kultusministerium und der Goethe-Lehrerakademie der Uni Frankfurt das Zertifikat für kompetenzorientierten Chinesischunterricht entwickelt. 2017 startet bereits der 7. Durchgang. Seit 2013 findet alle 2 Jahre am Institut die Nachwuchswissenschaftler-Tagung Young Scholars Forum im Wechsel mit anderen akademischen Formaten statt. Wie 2014 die jährliche Fachtagung des Fachverbands Chinesisch und 2016 eine Konferenz zur neuen Seidenstraße-Initiative Chinas One Belt and One Road. Die Studententheatergruppe FU, gegründet auf Initiative unserer Sprachkursdozenten, feiert mit ihren Darbietungen nicht nur beim jährlichen internationalen Sprachwettbewerb Chinese Bridge regelmäßig großartige Erfolge. Auch beim Internationalen Tag der Konfuzius-Institute, der seit 2014 jährlich ausgerichtet wird, ist das studentische Schauspielerensemble treuer Weggefährte unseres Hauses und stets ein Garant für gute Unterhaltung. Der deutsche Vorentscheid des Chinese Bridge-Wettbewerbs wird jährlich von einem anderen Konfuzius-Institut ausgerichtet. 2017 war Frankfurt an der Reihe und überzeugte mit einer gelungenen Show im vollbesetzten Internationalen Theater Frankfurt. Eine besondere Freundschaft verbindet das Konfuzius-Institut Frankfurt mit dem 2012 gegründeten Peking Oper Club Deutschland. Diese Vereinigung von Freunden der Peking Oper, darunter auch Profidarsteller, verzaubert mit ihren regelmäßigen Auftritten, zum Beispiel zum chinesischen Neujahrsfest, Besucher mit Musik, Auszügen aus bekannten chinesischen Opern und authentischen Kostümen. Mit unserem Veranstaltungsprogramm möchten wir nicht einfach nur Anlaufstelle sein und Informationen über China vermitteln, sondern allen Beteiligten, Mitwirkenden wie Gästen ermöglichen, in Kontakt miteinander zu treten, eigene Erfahrungen zu machen und immer wieder auch gemeinsam etwas Neues zu gestalten. Dabei ist uns im Einklang mit dem Prinzip Think Global, Act Local der lokale Bezug wichtig.
Denn dies schafft nicht nur besondere Anknüpfungspunkte, sondern macht unser Programm auch authentisch und einzigartig. Nicht zuletzt erheben wir an uns selbst den Anspruch, uns immer wieder etwas Neues und Überraschendes einfallen zu lassen. Dass uns dies gelungen ist, das zeigen unsere Programmhöhepunkte der vergangenen Jahre. China am Main hieß 2012 die Festwoche aus Anlass von 40 Jahren diplomatischer Beziehungen zwischen Deutschland und China, die wir gemeinsam mit der Stadt Frankfurt gefeiert haben. Über 30 Programmpunkte, Theater, Musik, Podiumsdiskussionen, Aktionskunst im atmosphärisch überzeugenden Ambiente eines liebevoll gestalteten Festzelts am Mainufer zogen tausende Besucher in ihren Bann. Mit seiner Ausstellung Yangtze trifft Goethe, trifft Konfuzius im Frühjahr 2013 hat Yangtze, einer der bekanntesten chinesischen Künstler der Gegenwart, seine ganz persönliche deutsch-chinesische Begegnung auf unnachahmliche Art und Weise in Tusche und auf Papier gebannt. Die Grammatik des Spontanen. So hieß die Jubiläumsausstellung mit Werken der Künstler Xue Lei, Zhu Lan und Jiang Shanqing, die in den Räumlichkeiten der Galerie Atlantis in Bad Homburg zu sehen war und bei ihrer Vernissage mehrere hundert Besucher verzeichnen konnte. Mit Gude Ni Hao, unserem chinhessischen Stand-up-Comedy-Abend mit Henny Nachtsheim von Badesalz und Chen Ning, Sprachakrobat und Wortwitzkünstler aus Beijing, haben wir das Genre um ein kleines Juwel bereichert und unserem Publikum einen nachhaltig denk- und lachwürdigen Abend beschert. Und was bedeutet das? Das geht dir einen Scheißdreck. Seit 2015 nimmt das Konfuzius-Institut Frankfurt, unterstützt vom Peking-Oper-Club Deutschland und der GDCF Mainz-Wiesbaden, als Mainzer Chinese am Rosenmontagszug in Mainz teil. Das ist nicht nur jedes Mal ein großer Spaß, sondern in der Verbindung von Fastnacht und chinesischem Frühlingsfest vor allem Interkultur par excellence. Mit der Teilnahme an der Frankfurter Buchmesse setzt das Konfuzius-Institut seit 2015 ein weiteres Zeichen. Denn Literatur verkörpert die Verbindung von Sprache und Kultur wie keine andere der schönen Künste. Die großartige Weltliteratur, die China in Vergangenheit und Gegenwart hervorgebracht hat, möchten wir der deutschen Leserschaft gern nahebringen. So war Mo Yan, Nobelpreisträger für Literatur 2012, bereits 2009 Gast im Konfuzius-Institut und als letztes Jahr Liu Zixin aus seinem Roman Die drei Sonnen las, mit dem er in deutscher Übersetzung inzwischen auch die hiesigen Bestsellerlisten gestürmt hat, konnte sich das Institut vor Besuchern kaum retten. Auch anderweitig ist das Konfuzius-Institut Frankfurt in der Region unterwegs und informiert über seine Sprachkurse und kulturellen Veranstaltungen. Ob beim Museumsuferfest, dem interkulturellen Fest in Mainz oder auf dem Frankfurter Newcomers Festival, um nur einige zu nennen. Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass das Konfuzius-Institut Frankfurt seit 2013 seinen eigenen Institutshund hat. Edgar, der Boxer, sorgt mit seinem unbeschwerten und zugewandten Wesen für Entspannung und Freude im Büroalltag. Er ist Liebling des Kollegiums und weiß Sprachkursteilnehmer wie Veranstaltungsbesucher gleichermaßen mit seinem Charme zu umgarnen. Mit Tiao Tiao, das chinesische Gespenst, veröffentlichte das Konfuzius-Institut Frankfurt im Juli 2017 anlässlich seines 10-jährigen Jubiläums erstmals ein eigenes Hörspiel für Kinder und Erwachsene. Das jüngste Ergebnis unseres interkulturellen Schaffensdrangs. Für Tiao Tiao haben wir keine Mühen gescheut und ein beachtliches Ensemble bekannter deutscher Schauspieler und Synchronsprecher engagiert.
so unter anderem Santiago Ziesmer, Henny Nachtsheim, Jürgen Thormann, Christian Rode, Matthias Keller, Helmut Winkelmann und viele andere. Eine Produktion, die sich sehen, vor allem aber hören lassen kann. Schon jetzt feiert Tiao Tiao, das chinesische Gespenst, große Erfolge und wird in Radio, Podcast und Fernsehbeiträgen gewürdigt. Und natürlich begeistert er seine Hörer, kleine wie große. Prädikat: gespenstisch chinesisch gut. 10 Jahre Konfuzius-Institut Frankfurt. Und weiter? Unser Team blickt der Zukunft gespannt und optimistisch entgegen. Denn eines ist sicher: Der Weg ist das Ziel. Und es wird auch weiterhin viel zu tun geben. Wir freuen uns darauf.